Gut, nach dem 0:0 von Hansa gerade haben wir uns jetzt ein wenig um Abkühlung bemüht, sind zum einzigen städtischen Freibad in Schwerin gefahren. Das überwacht wird von der DAK Wasserwacht und jetzt habe ich mir auch zwei Experten geholt, weil wir sind nicht nur einfach ins Freibad gefahren, hier ist natürlich auch was los. Es ist das Sommerfest von euch. Chris Konrad, als Vertreter des Kreises, habe ich das richtig verstanden? Im Grunde genommen ist einmal hier Andreas Böttcher, genannt Sprotte und auch bekannt in der Stadt, ist unser hauptamtlich leitender Mitarbeiter und ich bin Chris Konrad, bin stellvertretender Kreisleiter der Wasserwacht. Ja, wir haben hier, wie Sie schon richtig gesagt haben, unser Sommerfest, was jetzt auch schon so ein bisschen Traditionscharakter angenommen hat. Ne? Das ist jetzt im Grunde genommen das zweite Mal, dass wir es in einer sehr großen Form machen und wir wollen es einfach mit dem Sinn und Zweck durchführen, dass wir Schweriner darauf aufmerksam machen, dass wirklich mitten in der Innenstadt ein Naturfreibad existiert, was wirklich sehr gering genutzt wird. Ne? Viele Schweriner kennen es nicht, ne? Obwohl sie geboren sind in der Landeshauptstadt und auch schon viele, viele Jahre hier leben, ne? Sind trotzdem einfach nicht darüber informiert, dass wir hier so eine schöne Wassersportmöglichkeit haben, gerade für die Sommermonate. Und um das Freibad ein bisschen bekannter zu machen und den Bürgern ein bisschen näher zu bringen und natürlich gleichzeitig auch ein bisschen zu zeigen, dass wir für die Sicherheit auf den Schweriner Seen wirklich alles geben, ehrenamtlich mit unseren freiwilligen Helfern. Dafür haben wir das Sommerfest einfach installiert. Und ja, sagt ein Sommerfest, das zweite Mal im großen Stil. Was ist heute passiert? Was haben man den Leuten heute geboten? Also den Leuten heute wurde einmal, was ganz wichtig für uns ist, was wir gesagt haben, wir müssen auch ein bisschen Freude für die Bürger reinbringen, haben wir den Arschbomben-Contest durchgeführt, der in diesem Jahr mit einer deutlichen erhöhten Anzahl durchgeführt wurde. Letztes Jahr hatten wir 10, dieses Jahr hatten wir schon mal 18 Teilnehmer. Wir hoffen, dass das in der Zukunft sich noch weiter dazu anwachsen könnte und dass Freunde sich dann dazu bereit erklären. Dann haben wir natürlich mit der Unterstützung der Einzelnen, die uns sowieso über die Jahre schon unterstützt. Genau, wir haben natürlich auch vom DRK einfach, von unserem Verein, die Kindertagesstätten und die Jugendclubs hier auch mit vertreten. Ganz einfach, um auch die Integration der Kinder mit Migrationshintergrund so ein bisschen zu fördern, haben da auch eine gute Kooperation mit dem Landessportbund Mecklenburg-Vorpommern gehabt, der Aktion Integration durch Sport, wo wir auch gerade der Frau Benz immer sehr, sehr dankbar sind dafür, dass sie uns hier im Endeffekt das Sportmobil mit der Hüpfburg zur Verfügung stellt, wo wir natürlich auch viel Kinderarbeit mitmachen können und hier wirklich die Kinder auch begeistern können auf dem Sommerfest. Ne? Abgesehen jetzt mal vom Sommerfest am heutigen Tag, was macht ihr auf der DRK Wasserwacht? Was sind die Aufgaben, was sind eure Möglichkeiten? Was tut ihr das ganze Jahr über, außer ein Sommerfest zu veranstalten? Ja, also die Hauptaufgabe der DRK Wasserwacht überall in Deutschland, hier in Mecklenburg-Vorpommern und natürlich damit auch bei uns in Schwerin, ist die Verhinderung des Ertrunkungstodes. Und das ist, haben wir uns natürlich auf unsere Fahnen geschrieben. Dafür bilden wir im Grunde genommen schon ganz, ganz früh mit den jungen Jahren unsere Kinder und Jugendlichen aus zu Rettungsschwimmern, sind dann im Endeffekt schon mit 12 Jahren, legen sie ihr Bronzeabzeichen ab und dann ab 14 geht es dann in Richtung Silber, beziehungsweise sie fangen dann richtig mit 16 auch aktiv im Wasserrettungsdienst an, unter einem Wachleiter, der dann 18 Jahre ist und das Ganze verantwortet. Ja, und haben natürlich mit dem Zippendorfer Strand hier in Schwerin, sowie jetzt in den Sommerferien der Badestelle am Südufer des Lankower Sees und hier dem Freibad Kalkwerder natürlich ordentlich zu tun. Das sind im Endeffekt drei Wasserwachtstationen, wo im Endeffekt Badende beaufsichtigt werden müssen. Zusätzlich haben wir natürlich dann hier im Freibad noch unsere Hauptstation seit 3 Jahren jetzt im Endeffekt, wo dann auch Einsätze auf dem gesamten Schweriner auf den gesamten Schweriner Gewässern, nicht nur auf dem Schweriner See, sondern auch auf den Ziegel-Außensee bzw. dem Ziegel-Innensee gefahren werden, wenn dort irgendwelche Probleme sind, irgendwelche Bootsschäden bzw. irgendwelche Leute in Lebensgefahr sind, dann sind wir auch wirklich sehr, sehr zügig über den Wasserweg mit unseren Einsatzbooten aus der Hauptstation da hinten im Hintergrund zu sehen, dann am Einsatzort. Das sind in der Regel so an die 10 Minuten, die wir eigentlich zu allen Orten auf den Schweriner Gewässern bräuchten. Ne? Wäre jetzt so im Sommer die Hauptaufgabe. Im Winter haben wir natürlich reinweg mit der Technik zu tun und der Ausbildung, wo wir natürlich unseren Nachwuchs intensiv auf die Sommersaison vorbereiten. Und was ganz wichtig ist, man sieht es, wie Christe sagte, im Hintergrund liegt unsere Technik. Die muss natürlich gewartet werden, da muss viel ausgebessert werden. Und das führen wir natürlich durch fähige Leute innerhalb der Wasserwacht natürlich in den Wintermonaten durch. Das ist ganz wichtig. Alles akkurat zu haben, sollte es zum Einsatz kommen, muss die Technik ja im Vordergrund mitspielen. Und nicht, dass wir dann erst
versuchen müssen, erst einen Motor anzukriegen oder dies, das und jenes. Ne, also es ist ganz wichtig. Ja, wir stehen jetzt hier im städtischen Freibad von Schwerin. Nun sieht man auch auf der Seite, hier sind durchaus Boote vorhanden. Wie weit können die Leute hier rauf? Wie viele Leute kann das Freibad so aufnehmen, wenn es mal voll wird? Also wir haben bis jetzt ein Fassungsvermögen von knapp 700 Leuten hier schon mal drin gehabt. Und da ist es sehr mühsam, natürlich eine gewisse Ordnung reinzukriegen. Aber das haben wir auch geschafft. Wir haben dadurch natürlich mehr Rettungsschwimmer im Aufstand hier im Bereich dann gehabt, der Absicherung. Und es ist eigentlich sehr gut handelbar. Wenn ich jetzt, Sie sagten, Sie bilden Rettungsschwimmer aus. A, wie kommt man zum Rettungsschwimmen? B, wo wendet man sich hin, wenn man sagt, man möchte jetzt Rettungsschwimmer werden? Es ist überhaupt kein Problem, im Grunde genommen, bei uns mit der Neuausbildung nochmal wieder zu starten. Das machen wir regelmäßig, zweimal im Jahr im Grunde genommen. Beginnen wir einmal nach der Hauptsaison, nach den Sommerferien mit dem Schwimmtraining wieder in der Halle. Und da beginnt auch der erste Neuausbildungskurs fürs Rettungsschwimmen, wo dann über ein Vierteljahr bis Anfang Februar, Mitte Februar im Endeffekt dann die Prüfungen alle abgelegt werden und das Rettungsschwimmzeugnis in qualifizierter Form dann wirklich ausgehändigt wird. Ne? Es gibt teilweise Hilfsorganisationen, wo es natürlich sehr, sehr dürftig ausgebildet wird von der Qualität. Da wir legen sehr hohen Wert darauf, dass sie wirklich auch konditionell gut trainiert sind. Dann die Leute, die das Rettungsschwimmzeugnis der DRK Wasserwacht Schwerin bekommen. Ne? Also das ist im Grunde genommen, und das wissen auch andere Wasserwachtgemeinschaften, dass sie im Grunde genommen dann mit diesen Rettungsschwimmern wirklich kompetente Leute auch bekommen. Ne? Das, ja, dann im Februar logischerweise beginnt dann nochmal wieder ein Neuausbildungskurs zum Sommer hin und damit haben wir toi toi toi, in den letzten Jahren ist es leider so ein bisschen weniger geworden, aber immer wieder gewinnen wir natürlich durch diese Neuausbildungskurse auch neue Rettungsschwimmer, die sich einfach bereit erklären in ihrer Freizeit. Ne? Unser Motto ist einfach, ihre Sicherheit ist unsere Freizeit, einfach in ihrer Freizeit sich ein bisschen Zeit nehmen und da sie vielleicht an den Strand setzen oder ins Freibad und einfach ein bisschen dafür sorgen, dass die Kinder sicher baden können. Und wie gesagt, unsere Hauptaufgabe gerecht werden, den Ertränkungstod zu vermeiden. Ja, und wo wende ich mich dann hin, wenn ich sage, ich möchte jetzt so einen Rettungsschwimmerkurs machen? Ja, ist überhaupt kein Problem. Sie können heutzutage, denke ich, jeder Internet vielleicht einfach mal gucken. www.wasserwacht-schwerin.de ist unsere Homepage und da sind auch alle Kontaktmöglichkeiten, Anmeldebogen, Anmeldeformular im Endeffekt mit drin, wo man dann auch ganz genau die Trainingstermine, die Ausbildungstermine, wann die Ausbildung wieder beginnt, sich darüber informieren kann und sich dann auch gleich anmelden. Ja, nee. Weil ich mach das auch falsch. Ich mach das auch falsch? Ja. Schön langsam übergehen.